might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. So jetzt können die Weißwurstgäste kommen. Don't worry, be happy. Das steht da oben drin. Guter Ton, alles. Also keine schlechten Witze. Don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Some men took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Guten Morgen, meine Wanderfreunde. Scheinbar meint's der liebe Gott oder der Himmel mit mir heute halt doch gut. Wie es aussieht, können wir heute doch wandern. Sieht gut aus, das frische Grün da in dieser Ecke da. Wenn die Sonne ein bisschen so reinscheint. Und sonst auch wunderschöne Gegend. Dann habe ich euch ja beim Duschen ganz nah hingestellt gehabt. Und mein Revierkörper, ihr wisst ja, der ist nicht gerade ansehnlich. Und nicht erschrockschreckend erschießen die. Irgendwie der Schützenverein oder die Jäger sind unterwegs. Also, duschen angesagt, vom Weiten aber. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Schnell wieder ausschalten, Freunde. Schaut mal die schöne Blumenwiese an. Und die Burg Neufen. Und die Sonne. Und alles rundherum. Ende, der Film wird zu lang, der Film wird zu lang. Die Kamera. Ja, weil wir nicht. Seid ihr kamerascheu? Ja, wir sind kamerascheu. Das ist aber nicht gut für dich. Warum? Also mit dem Pidi, wenn du unterwegs bist, musst du in die Kamera. Das ist so. Und jetzt ist es. Komm her, das ist ganz weit weg. Man versteht es super. Man kann einen nicht so gut erkennen. Aber. Wirklich weit. Also, und wenn du hübscher Kerl, da steht Isabella mit im Laden, neben mir. Verstehst du, ich wollte dich, weil wir nicht so gut aussehen, wenn du da drin bist. Viel, weil ich ja müde war, weil ich ja weiter. Also, wir freuen uns auf die Wanderung und hoffen, dass es nicht schneit und regnet zu stark und dass wir nicht erfrieren unterwegs. Ja, dann gehen wir mal schon langsam los. Wie wäre es, wenn wir nach Augsburg fahren? Thank you.
laufen wir los, meine Wanderfreunde. Ja, das ist jetzt der Nachteil. Weiterlaufen, ganz normal weiterlaufen. Wo marschieren wir jetzt hin? Zum Hohen Wittlingen laufen wir jetzt. Jawohl, toll. Ich freue mich drauf. Und ich hoffe, als Reiseführer wirst du uns genau sagen, wo die schönsten Punkte sind für meine ganzen... Ach, du bist auch da. Ja. Das sind die Sachen, die geil sind. Die Natur zeigt sich in voller Pracht. Das schöne helle Grün von den frisch ausgeschlupften Blättern. Das kommt ja sowieso mit rein in mein Pfölbchen. Und jetzt kann es mal losgehen. So, jetzt können die Weißwurstgäste kommen. Das Ding ist warm. Das Wasser ist warm für die Weißwurst. Es ist so, sogar ein bisschen zu warm, den wir dann wieder aufmachen. Schaut mal, wie ich hier mein Lager aufgeschlagen habe. Alles. Solange das leuchtet, habe ich nur 220 Volt, da muss ich wieder 2 Euro reinschmeißen. Dann habe ich wieder 4-8 Stunden Strom. Also Rolf, bewegt euch her, Jungs. Aber herrlich schön hier, alles wunderbar. Schön grün. Schönes, helles Grün. Markante, tolle Beleuchtung, tolle Bewölkung. Ja, das ist ja bloß gleich da. Das weiß ich aber nicht, wo ich sitze. Das ist gar nicht mein Gürtel. Schöne Putz und Hut. Das ist nicht schlecht, dann fahrt ihr gerade. Schöne Putz und Hut auf. Ja, danke dir. Hast du die Grüße? Ja. Brezeln, ja. Ja, super. Ich muss die Kamera halten. Also ich bin ein bisschen ein Verfechter vom Wohnwagen. Ich habe 14 Jahre ein Wohnmobil gehabt. Wenn du natürlich ständig irgendwo hinreist, rumfährst, da war irgendwo ein Öffner. Ja, ich glaube, wenn du den Standort änderst und da übernachten willst, dann also, hast du einen Vorteil mit dem Wohnmobil. Aber wenn du dann... Wenn du umeinander fährst, ist das Wohnmobil eindeutig im Vorteil. Weil die Frau kann hintergehen, Kühlschrank, kann da was machen und so und beim Fahren sowieso. Aber wenn jetzt so wie ich in Spanien stehe, 6-7 Monate und stelle das Ding hin, dann habe ich mein Auto. Kann ich mein Auto überall hinfahren, wenn aber ein bisschen schlechtes Wetter ist oder irgendwas. Und vor allem die Jungs da bei mir in der Nähe, denn ihre Wohnmobile haben 350.000 Euro gekostet. Und da kann ich mir 3 nagelneue super Autos kaufen und 3 nagelneue, also Wohnwagen dafür. Ja. Also. Thank you.
Josef, Reiseführer, vielen Dank, dass du uns jetzt hier hergeführt hast, auf diesen Berg, wo man rundherum einen Talkessel hat, wo, wenn man da runterschaut, wo die Autos fahren, einfach wunderschön. Wunderschön. Kann man sich nur bedanken. So, und hier unten ist die so bekannte Massentierhaltung, die ich liebe. Und solche Tiere, wenn du isst, weißt du, was du isst. Und jetzt lassen wir mal Sparky starten. Meine Freunde, jetzt sehen wir mal das typische Aprilwetter. Gerade haben wir Sonnenschein gehabt, das sieht man in der Drohne, bei den Drohnenaufnahmen. Jetzt haben wir wirklich Schneeregen. Ich weiß nicht, ob man erkennt mit der Kamera, aber da sind Schneeflocken dabei, zwischen dem Regen. Und hier laufen wir da entlang. Also wunderschön, der Josef hat sich als Reiseführer wunderbar bewährt. Tolle Sache. Ich habe es genossen. Da waren wir oben, haben die Drohne fliegen lassen. Und es sind zum Teil Graupeldinger. Jetzt hat es sich beruhigt. Und einer hat sich untergestellt, der Feigling. Kalt, minus 10 Grad. Unser Reiseführer Josef hat uns hier auf eine interessante Schlucht aufmerksam gemacht. Hier geht sogar eine Treppe runter und da kann man die unten die Schlucht erreichen. Geil, super, super. Hey, super. Wie heißt die Teufelsschlucht? Wolfsschlucht, siehst du es? Unser Reiseführer hat es wieder gesagt, Wolfsschlucht. Wir sind jetzt hier in der Wolfsschlucht. Und wenn ihr genau hinhört, dann hört ihr hier die Natur, wie sie leitend lebt.
Die Wolfsschlucht, jetzt habe ich es gelernt, glaube ich. Ist das nicht toll? Wir hatten die schönste Wanderung, die. Leider gibt es kein Wild. Für uns schade. So einen guten Appetit wünscht euch der Tee und für ihr bestes Essen. Einmal frei, der Bibi hat einmal wieder sein Hinterhals. Prost zum Wohl, danke für die Führung, ganz herzlich, ganz herzlich geführt, schön für euch. Und jetzt lassen wir euch nur immer weiter zuschauen. Ich muss euch unbedingt das schönste Haus der Erde zeigen. Ein Wahnsinn. Dieses Rathaus in, wo sind wir? Neufen. In Neufen, immer noch in Neufen, jawohl. Geil, hey, ich sag's euch. Leute. Ah, ich liebe es. Ja, wo wohnst denn du? Keine Ahnung. Geil. Haben wir aber auch noch gar nicht gesehen, gell? Voll mit faltigem Edelstahl verkleidet. Ich liebe Edelstahl. Hey, das ist toll. Also, wieder was Sehenswertes gesehen. Toll, klasse. Hier ist der Wasserfels in 714 Meter Höhe. Und jetzt gönne ich euch mal einen kleinen Rundumschwenk. Und da sind ein paar Lebensmüde vorne, die da runterschauen. Und dieser schöne Ort heißt Gutenberg. Ist hier der Gutenberg geboren? Nein. Trotzdem Gutenberg. Habe ich mir das richtig gemerkt? Welch ein Wunder.
Diese Aussichten hier in der Schwäbischen Alb, das ist einfach fantastisch. Diese Lichtfacetten, ich liebe sie einfach. Schöne, wunderschöne Schwäbische Alb. Schaut euch mal das Schauspiel an. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben.
So, Abendessen mit Sabine, mit Rolf. Wir haben uns da kredenzt, unwahrscheinlich. Das habe ich noch nie getestet. Fritz Berger, schaut es mal schön. Ja? So, lassen wir es uns schmecken. Sabine, Prost. Messer und Gabel wird gleich geliefert. Da ist das Besteckschub. Jetzt trinken wir erst einmal. Zum Wohl, deinen schönen Rotwein. Ja, Rosé hast du. Das ist auch nicht schlecht. Der Pidi macht sich jetzt wieder mal seinen guten, starken Kaffee. Die Jacke, alles hat er hergerichtet, weil ein bisschen so Regenwetter dabei ist. Heute. Und ja. Guten, starken, kräftigen Kaffee. Mit der besten Kaffeekochmethode, die es gibt. Muss ich bloß immer schauen, wie viel das drin ist. Nicht, dass es überläuft. 92 Grad soll das Wasser heiß sein beim Kaffee aufkochen, also nicht kochen lassen. Oder erst kochen lassen, abkühlen lassen. Sonst verbrennt der Kaffee. Dann wird er bitter, schmeckt nicht. Einen guten Tipp gibt es auch noch. Wenn er ein bisschen bitter ist, nimmt man eine Prise Salz. Macht eine Prise Salz drauf, dann ist es bittere heraus aus dem Kaffee. Urgrüne Neufen. Herrlich, herrlich, die Natur. Herrlich, herrlich. Guten Morgen, Freunde. Was haben wir noch heute wieder? Wo ist denn unsere Burg Neufen, Burgruine Neufen? Nimmer da. Traurig, traurig, traurig. Und jetzt draußen duschen im Freien. Bei 5 Grad. Sieh einen an. Da sind Kumpels unterwegs. Mit dem Gleitschirm. In der Thermik, sehr gut. Da sitzt man am Topf und schaut vom Fenster raus. Und was sieht man da auf einmal? Sonne, 2 plus 6 Grad. Und die schöne Burgruine von Neufen. Kurz vor. Wirklich schönes, sattes Grün hier. Ganz klasse. Ganz klasse Stimmung. Die Vögel zwitschern, suchen sich hier am Platz immer ein bisschen Brotbröschen. Klasse. Wenn man da mal ein bisschen hinzieht, dann sieht man, wie das zarte Grün langsam entsteht. Ich blende euch mal so ein Blatt ein, wie das aussieht, wenn das ganz frisch rauskommt. Okay, meine Freunde.